Eine der ikonischsten Figuren der Horrorwelt ist ab heute wieder zurück auf den deutschen Kinoleinwänden. Die Rede ist von Michael Myers in Halloween Ends. 4 Jahre sind inzwischen vergangen, seit Michael Myers zuletzt die kleine Stadt Haddonfield terrorisierte. Aber da die Einwohner gewohnt sind, düstere Legenden zu pflegen, hat inzwischen die tragische Geschichte des Babysitters Corey die Runde gemacht. Dem Jungen ist es kaum vergönnt, ein normales Leben in dem Ort nachzugehen. Ständig wird er als Freak bezeichnet sowie ausgegrenzt. Eine Situation, mit der sich die inzwischen im Leben stehende Laurie Strode gut auskennt, sich seiner annimmt und damit Ereignisse ins Rollen bringt, von denen sie nicht erahnen konnte, wie grausam sie werden. Denn irgendwo da draußen versteckt existiert nach wie vor das Böse und dieses kann weitergegeben werden. Und so werden einmal mehr die letzten Tage vor Halloween einem Blutbad in Haddonfield gleichkommen. Halloween Ends geht 111 Minuten, ist ab 18 Jahren freigegeben und startet ab dem heutigen 13. Oktober 2022 in den deutschen Kinos. Ist ein Horrorfilm und die Fortsetzung nach Halloween, Halloween Kills, nun Halloween Ends und der erste Halloween. Diese Halloween-Trilogie war ja die direkte Fortsetzung vom Original von John Carpenter und hatte die Fortsetzungen, die es damals schon alle gab, direkt ignoriert. Ich mochte den ersten Teil, hatte Spaß, weltweit funktionierte auch an den Kinokassen großartig. Bei Halloween Kills war ich dann sehr unterwältigt. Das direkte Weitererzählen der gleichen Nacht, in der Michael Myers sich weiter durch Haddonfield mordet und sich aus einem verbrannten oder brennenden Haus hinaus retten konnte. Klar, Michael Myers ist nicht tot zu kriegen, ist eine ikonische Figur, die sich eigentlich immer langsam bewegt, irgendwo auftaucht mit seinem Messer in der Hand und der Maske oder der Maskenüberzug über dem Kopf brutal mordet und vor allem sich blitzschnell bewegen kann, ohne sich wirklich zu bewegen. Wenn seine Opfer fliehen um 5 Ecken rennen, natürlich nicht um so Ecken, dass sie wieder am Anfangsort ankommen, steht er auch einmal dort, das war sein Markenzeichen und begründete damit auch letztendlich den Kult um andere Figuren, wie einem Freddy Krueger, wie einem Jason, wie einem Ghostface, eben so ikonische Horrorfiguren, die in den letzten Jahren so ja nie wieder aufgetaucht sind, aufgebaut worden sind. Stattdessen greift man eben auf diese alten, großen, bekannten und Generationen mitprägenden Marken zurück. Also Michael Myers dann hier nun in Halloween Ends. Und als ich im Kino sitz, Platz nahm und der Vorhang aufging, war ich erst einmal überrascht, vielleicht habe ich mich vorneweg auch nicht gut genug informiert, dass jetzt Halloween Ends keine unmittelbare Fortsetzung ist in der Chronologie nach Halloween Kills, sondern wir erst eine zeitliche Pause erleben. Es ist etwas passiert, Michael Myers scheint gar nicht mehr das große Thema zu sein und so bekommen wir einen Opener-Prolog, eine Vorgeschichte erzählt, die erst einmal doch schon schmackhaft daherkommt, die uns eine neue Figur präsentiert, von der ich überrascht war, wie viel Raum sie im gesamten Film einnehmen wird, aber vor allem einen tragischen Zusammenhang einer Situation, die so ironisch fast gestaltet ist und einen großen Bogen zu dem Thema Babysitter wiederum schlägt, dass man sofort einen Wiedererkennungswert hat für die Halloween-Reihe und ich auch dachte, oh, das ist schon ein mieser und guter Einstieg und dann fängt der Film erst einmal an, eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Eine Laurie Strode, die irgendwie glücklich zu sein scheint, wobei das, wenn man auf die Chronologie des Charakters zurückschaut, ehrlich gesagt nicht so richtig passt, warum sie genau jetzt irgendwie cool mit allem zu sein scheint, weil da findet man dann eher problematische Ansätze, wenn man zurückdenkt an den Halloween, den ersten Film der Trilogiereihe und guckt, wie es diese Figur da verankert und das im Grunde ja ein ähnlicher Ansatz ist, den man hier wählt und dann wiederum auch eben die Geschichte eines Jungen, einer Stadt, die irgendwie nicht davon ablassen kann, immer wieder gruselige Geschichten zu verbreiten, vor allem Leute auch auszugrenzen und daraus eine Geschichte, die sich zwischen Gut und Böse entspinnt. Der Wechselwirkung von beidem und dem legendären Michael Myers, der vielleicht doch noch irgendwo da draußen existiert. Aber damit braucht der Film erst einmal 45 Minuten bis hin zu einer Stunde, um eine Geschichte aufzumachen, die im Grunde aus meiner Sicht zu einem unbefriedigenden Punkt gelangt. Und dabei mochte ich den Ansatz zu sagen, komm, wir krempeln mal alles rum, weil ja David Gordon Green auch diese ganzen 3 Filme inszeniert hat und 3 sehr unterschiedliche Filme dabei macht. Und deswegen war ich überrascht zu sehen, okay, sie denken anders, sie versuchen was anderes. Und da war ich prinzipiell erst einmal offen, auch wenn es dann natürlich schon danach riecht, wenn man versucht, dieses ganze Thema umzukrempeln, wie kann man Michael Myers vielleicht dann doch noch länger über diese Filme hinweg am Leben halten. Wobei Jason Blum als Produzent ja auch schon angekündigt hat, es wird sicherlich noch weitergehen. Solange er damit gern Geld verdienen kann, wird auch weiter diese Figur wahrscheinlich existieren. Aber auf jeden Fall, diese neue Ebene, die man aufmacht, da gibt auf meinen dann erstmal einen Film, der gar nicht so sehr Horrorfilm ist, sondern versucht irgendwie Drama zu sein und Charaktere zu erzählen, wo dieses Franchise im Grunde so an dieses Character Building ja nie so wirklich viel Kraft und Zeit investiert hat. Und deswegen fühlt es sich so fremd an und diese Halloween-Stimmung sowohl, was die Reihe angeht,
angeht, als aber auch das Event Halloween, kam ehrlich gesagt bei mir bei Halloween Ends nie so richtig auf. So dieses, dass sich Kinder verkleiden, die Vorgärten irgendwie dekoriert sind, weil wir befinden uns in den 4 Tagen vor Halloween in Haddonfield einmal mehr. Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, weil ich gerade rund um den Oktober es mag, wenn diese schaurigen Filme kommen und man so diesen gruseligen Charakter auf die Leinwand gebannt bekommt. Und da fehlte mir irgendwie so ein Kerngespür dieser Reihe leider auf der Leinwand. Nichtsdestotrotz bekommt der Film dann irgendwann seine oft gewohnte Brutalität, seine explizite Kamera und auch seine manchmal ganz spannenden Kills. Mein Lieblingsmoment hat mit einer Zunge zu tun, aber werdet ihr dann selbst im Kinosaal sicherlich erleben können. Aber ganz am Ende von Halloween Ends komme ich trotzdem mit so einem Gefühl raus, dass ich dachte, das ist nicht Fisch, nicht Fleisch, nicht Obst, nicht Gemüse, wenn ich es vegan ausdrücken wollte. Und hatte so das Gefühl, okay, einiges gewagt, aber nicht sonderlich viel damit gewonnen. Unterm Strich gefällt mir Halloween Ends besser als Halloween Kills, aber nicht so gut wie dem ersten der 3 Halloween-Filme, die neulich rausgekommen sind. Und dementsprechend ist es ein ganz schönes Hin und Her. Aber ich glaube, dass auch dieser Versuch, irgendwo so eine romantische Geschichte zu verankern, der wirkt so ein bisschen unbehäbig und so ein bisschen unbalanciert. Also dieser Film versucht viel. Das finde ich prinzipiell mal gut, wenn man sich gerade aus einem Franchise, wo man glaubt, die Erfolgsformel ja fest im Griff zu haben, versucht zu erheben. Wenn es dann nicht funktioniert, sollte nicht die Lehre daraus unbedingt sein, es nie wieder zu wagen. So zumindest meine Sicht. Und damit habt ihr so einen großen Bogen über Halloween Ends. Jetzt gehen wir nochmal kurz über die einzelnen Departments, über den Cast. Ich finde, dass Jamie Lee Curtis als Laurie Strode wirklich es Zeit wird, diese Rolle zur Seite zu legen. Ich finde nicht, dass ihr Charakter sich großartig entwickelt, dass es da irgendwie etwas Spannendes gäbe, worauf man weiter eingehen muss. Es ist einfach nach so vielen Generationen, auch innerhalb dieser Reihe, wenn es ums eigene Kind geht, um die eigene Enkelin geht, also um Allison einmal mehr gespielt von Andy Matichek, die ich auch ehrlich gesagt mit am interessantesten finde, dann hier in diesem neuen Film, dass ich mich frage, okay, wenn man irgendwo einen Staffelstab übergeben wollte, dann wäre doch in diese Richtung wahrscheinlich am sinnvollsten. Jamie Lee Curtis macht es so, wie sie es in den letzten Filmen immer gemacht hat. Das ist so dann eine treibende Figur, eine, die eben versucht, Michael Myers auch etwas entgegenzusetzen. Ich finde das dann auch mal so dieser physische Ausgleich, wenn man schaut, wie kräftig Michael Myers sonst ist, wie er mordet, was sie ihm dann doch wieder entgegensetzen kann in so Key-Momenten. Ich finde es ein bisschen schwierig ausbalanciert, inhaltlich auch schwierig ausbalanciert, finde ich dann eher, was rund um Allison passiert, weil diese Ebene, die man aufmacht und vor allem dieses, hey, ich habe Interesse, ich verstehe es, wie es ist, ausgegrenzt zu sein, darüber eine Freundschaft oder mehr zu entwickeln, diesen Ansatz verstehe ich. Dann gibt es aber Schlüsselmomente, in der ihre Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind und da ist dann zu sehr oft dieses, wir drängen einen Charakter, um eine Geschichte so passend zu machen, wie sie für uns auf die Leinwand passt, das fühlt sich zu ungelenk an und leider nicht clever gelöst, fand ich persönlich schade, besonders wenn man auch die Covid-Pause genutzt hat, um weiter an dem Drehbuch zu schreiben und Szenen und Handlungsstränge zu ändern, hätte da, glaube ich, mehr stattfinden können. Wiederum überrascht war ich von Roan Campbell, der Corey spielt. Ich habe eben nicht damit gerechnet, dass eine neue Figur so sehr viel Raum bekommt. Vielleicht habe ich mich auch im Vorfeld einfach nicht genug damit auseinandergesetzt. Vor allem den Einstieg in diesen Film mochte ich, aber dann ist seine Figur so dieses Vermitteln und dieser Spagat zwischen diesem Gefühl, am Rande der Gesellschaft zu sein, was das mit einem macht, dass das vielleicht auch mit der eigenen Aggression macht, die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben und auch dem Gedanken, wie stehe ich dem Bösen gegenüber und auf der anderen Seite eben so aufgefangen zu werden, eine Art Zuhause zu bekommen. Ich finde, dieser Spagat funktioniert in dieser Figur nicht, weil er zu breit gehalten wird und dann doch zu wenig Zeit darauf verwendet wird im Film, um das zu erzählen. Rein technisch, die Kamera, so wie wir es gewohnt sind, nicht zu schnell, nicht zu langsam, relativ explizit, wenn es dann mal blutig wird, ungewöhnlich viel auf Drama gehalten, weil der Film sich da auch sehr viel Zeit nimmt, ist die Musik unter anderem das bekannte Thema, was ich sehr, sehr mag bei Halloween, gerne höre, aber auch ein paar neue Klänge, das passt sich so weit ein, geht es bei Kostüm und Make-up jetzt nicht wahnsinnig viel zu erzählen, was man rausstellen müsste, den Figuren angepasst. Michael Myers tritt so auf, wie man ihn kennt. Das Szenenbild ist wieder dieses Örtchen. Haddonfield sehen die Effekte meistens sehr, ich will nicht sagen handgemacht aus, aber für sich so stimmig in dieser Welt von Halloween. Muss ich am Ende sagen, dass dieser 20 Millionen Dollar teure Film für mich irgendwo ein okayer Abschluss ist. Eine dolle Nummer ist es nicht, richtig mies ist es nicht. Gerade bei Horrorfilmen freue ich mich natürlich, wenn man da originell ist, wenn man sich ein paar schöne neue Sachen ausdenkt. Den Ansatz weiß ich zu schätzen. Ich mag sowohl den Auftakt im Film, als auch dieses Wagnis zu sagen, ey, lasst uns vielleicht ein bisschen eine andere Geschichte versuchen, etwas ein bisschen umkrempeln und das mag ich. Und wie immer auch eine nette Brutalität, die diese Reihe mit sich bringt. Dem steht aber gegenüber, dass die 111 Minuten, weil er sich so ein bisschen vergaloppiert, immer wieder zäh wirken.
Vor allem, da man das, was man noch aufmacht, zu sehr fallen lässt und ich dann gefühlt so einer Fährte folge, wo ich mich am Ende frage, wozu das Ganze dann, was eben dann aufgebaut wird, wird eben dann nicht gerecht, womit der Film letztendlich gegen Ende hin arbeitet. So ein richtiges Halloween-Gefühl kommt bei mir leider nicht auf. Und dieser Ansatz des Ausgrenzens und dann doch irgendwie im Leben stehen von der Laurie Strode, also die Ausgangssituation der verschiedensten Figuren wirken mich schon für mich nicht so passend in diesem Franchise und dann zu arg konstruiert. Am Ende komme ich bei Halloween Ends raus bei 6 von 10 möglichen Punkten als Horrorfilm. Und das ist auch eher schon so ein bisschen positiv gewollt von mir. Und 5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Damit, wie gesagt, besser als Halloween Kills, schlechter als Halloween für mich. Und dann bin ich auch am Ende meiner Review zu Halloween Ends. Ab heute also Michael Myers wieder zurück auf den deutschen Kinoleinwänden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Film. Das sollte immer das Sinnvollste sein im Kinosaal. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.